Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier ist der Mentalist und Gedankenleser Mark Hagenbeck. Hallo. Und ich bin einfach der Sashi. Ja, genau. Und wir haben heute den 6. Juni. Ja. Am 6. Juni haben wir ein Geburtstagskind. Richtig, wir haben ein Geburtstagskind. Am 6. Juni 1956 ist Björn Borg geboren worden. Ah, Tennisspieler. Ja, Tennisspieler. Björn Borg, ehemaliger schwedischer Tennisspieler. Ach nee, das ist Tischtennis. So. Der 11 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Ja, der war und fünfmal in Folge Wimbledon-Sieger war. Wow. Der hat alles weggehauen, was kam. Wirklich. John McEnroe war ja sein großer Konkurrent irgendwie zu der Zeit. Das war der Mann mit den langen Haaren und Stirnband. Stirnband, genau. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Schwede, ja. Björn Borg. Ja, Björn Borg, Happy Birthday, ja genau. 6. Juni, da wurde auch 1989 der erste deutsche Satellit, Copernicus, mit der Europarakete Ariane ins All geschickt. Hoppala. Hoppala. Ja, das war 1989. Ja, ist schon eine Ecke her. Und am 6. Juni ist noch etwas passiert, und zwar 2015. Da hatten wir Champions League Finale in Berlin. Ja, und wer da dran teilgenommen hat, wer es gewonnen hat, keine Ahnung, aber deswegen habe ich ja den Sascha dabei. Warte mal, in Berlin hat gewonnen Chelsea, oder? Ne, warte mal, in Berlin. Ja, die Deutschen, der Schwein, das war 2015? Ja, 2015. Ja, da hat, glaube ich, der Schweinsteiger den Elfmeter gegen Pfosten gesetzt am Ende. Und Chelsea hat gewonnen. Nach Elfmeterschießen, würde ich jetzt sagen. Das war dann das große Ding, dass die... Ich bin unsicher. Aber wenn ich richtig liege, schreibt es mal in die Comments. Wenn ich falsch liege, schreibt mal die richtige Antwort darunter. Ja, aber ich glaube, da war Bayern München gegen Chelsea 2015. Da haben sie dann verloren. Und 2016 haben sie... Ja. Oder nee, Moment. Stopp! Wieder zurück. Ich glaube, 2013 haben die Bayern ja... Das verbaselt, wie heißt er, Schweinsteiger. Mhm. 2014 haben sie das Triple geholt und 2015 haben sie mit Pep Guardiola haben sie im Halbfinale verloren und dann war im Finale bestimmt Real Madrid. Ja, das klingt auch gut. Aber wenn ihr wisst, wie es wirklich war, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Das müsste so gewesen sein. Müsste so gewesen sein. Ja. Am 6. Juni heute ist auch Nationalfeiertag in Schweden. Yeah, Schweden! Ja, finde ich gut. Schweden, da war ich ein paar Mal, ne? Ich habe auch einen Kumpel in Schweden. Peter! Passt ja auch zu Björn Borg, ne? Peter Endahl, hallo! Ja, ist doch egal. Du hast einen Kumpel in Schweden, ja? Echt? Ja, der wohnt in Gävle. Hey, Gävle! Gävle. Dachse Mücke. Nee. Ist der schwedisch? Mutter lecker, Smörrebröt esse. Ja, ja. Smörrebröt, rampampampampam. Ja, und Ikea. Ja, Malm. Was gibt's denn noch? Wie heißt denn das? Köttbüller, ja. Nee, Köttbüller. Das ist geschmolzen. Köttbüller. Genau. Ja, jedenfalls ist heute Nationalfeiertag in Schweden. 1523 war die Krönung von Gustav I. Jetzt kommst du. Mein lieber Mann. Ja. Das war Shoki Banoki Daily mit deiner tagesloses Angeberwissen. Ich sage an dieser Stelle... Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.